Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport 42 hier bei Heisenberg Zockt. So, die Züge sind wieder unterwegs. Ja, und jetzt gibt es dann gleich eine Baustelle, wo die Züge eingleisig fahren müssen. Und zwar, wenn ich da finde, genau hier hinten war es. Hier sind wir stehen geblieben. Das werden wir gleich machen. Was ich zuerst noch kurz machen möchte, weil ich musste lachen. Der liebe Daniel, der hatte genau die gleiche Idee mit der Baustelle, die ich habe. Wie gibt es denn sowas? Und dann hat er noch einen anderen Vorschlag gemacht. Und den finde ich eigentlich auch gut. Nämlich, wir haben irgendwo, jetzt muss ich schnell gucken, das finde ich, hier unten war es, genau, noch eine andere Baustelle gemacht. Die hier nämlich, wo sie auch irgendwie die Strecke, ja, ich würde mal sagen, ableiten. Ich habe ja mal noch so ein Dingens hingestellt, ja, das habe ich mir oft gemacht, Entschuldigung. Aber das ist wirklich nur so dieser Bahnsteig mit zwei, drei so Teilen. Ja, und jetzt, wie kommen denn die Bauarbeiter hier hin? Ja, das frage ich mich natürlich auch. Das werden wir jetzt lösen, indem wir hier einen Transport organisieren. Das ist nichts Langes. Deswegen, wir kommen dann relativ schnell natürlich wieder zurück zum Thema Baustelle für den Zug. Ja, ich brauche ein Gebäude und dann irgendwas, ja, so eine Tafel reicht. Und jetzt haben wir natürlich den Effekt, dass hier allfällige Busse wieder drehen. Das möchte ich noch kurz ändern. Allerdings, wie soll man das jetzt ändern, ohne hier alles umzubauen? Ich gucke mal schnell. Kann ich hier sowas wie ein kleines Sträßchen nehmen? Und hier irgendwie diesen machen? Ja, so wäre es eigentlich okay, aber nicht auf die Seite. Wenn, dann hätte ich es gerne auf die. Warum wird das jetzt auf die Seite genommen? Wenn ich es von hier her mache, wird es auch auf die andere Seite genommen. Ich möchte ich aber nicht auf der Seite haben. Hier wird es sogar gehen. Aber guck mal. Naja, das ist ja wohl... Nee. Das wäre aber genau, was ich eigentlich gerne hätte. Ich versuche es mal hier vorne. Ja, sonst baue ich es halt in zwei Schritten. Das ist auch egal. Dann geht es hier halt wieder zurück. Hier ist jetzt aber irgendwie nicht die Straße, die ich wollte. Haben wir hier noch was Kleines? Ja, das ist genau, was ich wollte. So, hier wieder rein. Sehr gut, dann können die nämlich hier in Ruhe drehen, ohne dass sie auf der Stelle drehen. Das ist genau das, was ich haben wollte. Also, einmal zack hier. Auf der Seite, bitteschön. Dann geht das hier lang und dann geht das hier nach Hohen. Ziatz, genau. Hier rein. Wo startet dieser Bus? Ich würde sagen, ein, zwei Stellen hier anlaufen könnte man noch, damit man die Leute einsammelt, dort wo sie wohnen. Auf der anderen Seite, ich denke, das ist ein Job, den hier tatsächlich der Bahnhof sozusagen übernehmen kann. Und jetzt hier lang düsen. Ja, wir halten hier noch. Und hier halten wir auch und dann düsen wir hier runter. Also, wir machen mal eine Linie. Neue Linie. Von hier, nach hier, nach hier. Dann düsen wir zurück. Nach, jetzt finde ich es natürlich nicht, ich brauche die Doppel-Lines. Hier unten, genau, nach hier hin. Man sieht, jetzt drehen sie vernünftig. Dann fahren wir zurück. Und da könnten wir einen anderen Weg nehmen, dass wir hier oben durchdüsen. Düsen wir hier hin und dann düsen wir wieder hier hin. Okay, man sieht, das passt soweit. Gut, das wäre dann der Arbeiterbus. Müsste man auch richtig schreiben. Arbeiterbus Hohenziatz. Zusammen, jawohl. Ziatz, doch passt, okay. Moment, das könnte man noch. Arbeiter. Machen wir noch diesen Gleisbau. Arbeitergleisbaubus Hohenziatz. Das ist wahrscheinlich der längste Name, den wir bis jetzt haben. Wir brauchen ein Depot. Und dann fahren wir natürlich zumindest zur Baustelle, möchte ich fahren. Und jetzt, was nehmen wir hier für ein Fahrzeug? Das ist meiner Meinung nach auch ganz klar. Irgendwas, was blinkt. Was blinkt denn hier? Blinken die? Was haben wir hier alles? Metallic? Die blinken, glaube ich, nicht. Das müssen ja nicht in dem Sinn Einsatzfahrzeuge sein. Aber irgendwie so ein bisschen Geblinke kann nicht schaden, dass man sieht, das ist kein normaler Bus. Sondern eben der Bus, der die Arbeiter zur Baustelle bringt. Straßendienst, da haben wir es doch. Wobei, der Straßendienst, mir ist klar, der... mit Warnlicht? Ne, ohne Warnlicht. Aber der blinkt, glaube ich. Mir ist klar, der Straßendienst ist nicht der Dienst, der die Arbeiter dorthin bringt. Aber ich finde das eigentlich von der Idee her nett. Weil er fährt zu einer Baustelle. Machen wir davon 10 Stück? Ne, wir machen 12, weil das ist so eine lange Strecke. Zack, und wir haben so viele Arbeiter dort. Da, zack, machen wir. Oh, Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Das ist wohl nicht wahr. Oh, das ist natürlich ein... das ist kein Bus. Ja, nee, das geht gar nicht. Blöd. Sonst müssen wir hier nochmal kurz umbauen. Aber das möchte ich auch nicht. Nee, dann machen wir es anders. Wir müssen andere Fahrzeuge haben. Ist klar. Ich kann ja nicht LKWs nehmen und die dann bei Bushaltestellen fahren lassen. Da müssen wir hier tatsächlich zu denen gehen. Aber wir werden auch hier irgendwas haben, was blinkt. Einsatzfahrzeuge.
Polen, das ist nur länderspezifisch. Da haben wir was. Neugeborenen Arzt, okay. Technisches Hilfswerk. Ja. Tierrettung, Umweltschutz, DRG. Das passt nicht. Ich würde gerne den, das technische Hilfswerk haben. Ich hoffe, die blinken auch irgendwie. Also. Und wenn sie nicht blinken, blinken sie nicht. Ist ja dann auch kein Drama. So, nochmal versuchen. Jawohl, plupp, jetzt. Oh, die blinken nicht nur. Die haben sogar Alarmsirenen. Okay, das wäre jetzt nicht nötig, aber. Vielleicht eilt er eben doch. Dass dort der Zug dann endlich mal durchfahren kann. Ah, oh, cool, ich liebe diese Einsatzfahrzeuge. Das Problem, was man damit teilweise hat. Ne, hier ist okay. Dass die halt wirklich dann die ganze Map beschallen. Wenn man die mal sozusagen im Fokus hat. Aber ist ja cool gemacht. Guck mal, die fahren. Der eine fährt links, der andere fährt rechts. Boah, Großeinsatz. Und das alles wegen einem Baustellen. Wegen einer Baustellendingens. Ist ja krass. Aber cool, ich steige mal ein. Wo wollen die hin? Die wollen schon zur Stadt raus, hoffe ich. So, cool. Einsatz in Manhattan. Machen wir natürlich wieder. Moment. So, beziehungsweise es gibt... Jetzt weiß ich es schon wieder nicht mehr. Ein Heidenlärm. Ich stelle das ein bisschen leiser dann beim Schneiden. Es gibt eine Fernsehserie, wo der Beginn genau so ist, dass man irgendwie auf dem Dach sitzt und Blaulicht und Sirene hat. Ich weiß schon wieder nicht mehr, was das für eine Serie war. War eine deutsche. Das weiß ich noch. Boah, also wenn das technische Hilfswerk schon so einen Krach macht, ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn wir da die Krankenwagen mal noch nehmen. Jetzt würde mich noch was interessieren. Moment, wir werden wieder einsteigen. Ich möchte mal schnell schauen, Fahrzeug kaufen. Gibt es die auch ohne? Ne, das sind die falschen. Wo hatten wir sie denn? Da. Kann man da auch einstellen ohne Sirene? Nein, die sind alle mit Sirene. Oder kann ich die irgendwie konfigurieren? Wahrscheinlich nicht. Jetzt muss ich sie wieder finden. Gut, da muss man nur dem Lärm nach. Verwalten? Ne, die kann man nicht konfigurieren. Okay, gut, aber ich finde es irgendwie sensationell. Jetzt haben wir über Land tatsächlich diese Busse, die mit Blaulicht und Sirene die Bauarbeiter zur Baustelle bringen. Wie gut ist das denn? Gut, also ich möchte eigentlich nicht die ganze Strecke fahren. Was ich eben wollte, ist dort noch kurz bei der Baustelle vorbei, dass man das noch kurz sieht. Wir können natürlich ein bisschen schummeln. Wir machen das mal so, dass sie hier auf einer Autobahn fahren. Die fliegen geradezu hier rüber. Und dann machen wir wieder normales Tempo, wenn wir dort hinten sind. So, ich meine, das ist ja nicht unrealistisch. Hier mit 100 Sachen. Wusch, wusch. So, da hinten ist aber dann die Baustelle bereit. Sind wir wieder langsamer. Und steigen bei ihm hier nochmal ein. Oh. Wo ist jetzt die Sirene hingekommen? Kann das sein, dass die nur in der Stadt drin an ist? Das wäre ja auch sensationell. Hier Überland haben wir keine mehr. Oder ist das wieder ein Bug? Ich weiß es gerade nicht. Wir werden es gleich sehen, wenn wir da aussteigen. Aber eben, jetzt sehen wir hier die Baustelle nochmal. Und hier werden halt... Ah, da wird wieder eingestellt. Hier werden... Wie gut. Hier werden halt die Bauarbeiter ausgeladen. Tag, Kollegen. So, es ist leicht übertrieben, gebe ich zu, dass die mit Blaulicht und Sirene hier hinfahren. Ich würde sagen, es hätte gereicht, wenn sie irgendwie blinken, dass man eben sieht, dass das was Spezielles ist. Aber so von hier unten bei der Baustelle, wenn man hier so guckt, das sieht da eigentlich auch nett aus. Gut. Also zurück zum Thema Zugbaustelle. Die war... Hier unten ist er gar nicht weit weg. Also, das machen wir jetzt folgendermaßen. Jetzt muss ich selber schnell gucken. Mal ein Teil müssen wir abreißen. Wenn hier ein Signal ist, wäre das der hier. Das ist der Baustellenbereich und da brauchen wir natürlich Weichen. Und die, oder wisst ihr was, wir machen das noch ein bisschen länger. Mir ist die Baustelle fast ein bisschen zu kurz, muss ich gestehen. Also, normale Gleise. Hier dem Fluss entlang. Hier rein. Das Signal könnt ihr auch noch mal kappen. Mache ich auch gleich. So, auch nochmal weg. Den Bereich noch weg. Hier lassen wir ein Stück Schiene. Und hier bauen wir auch nochmal ein Stück Schiene hin. Keine Angst, es wird noch mehr kommen. Das ist jetzt nicht nur, dass ich hier ein paar Löcher mache und dann wieder Schienen reinsetze. So, das wäre so. Okay. Jetzt brauchen wir die Weiche, dass wir hier auch rüberkommen. Auf unser Gleis. So, das würde schon mal passen. Jetzt kann ich nochmal schnell gucken mit den Signalen. Bist du ein Signal rechts? Jawohl. Okay, wäre dann hier. Gerne ein bisschen mit Abstand.
Und hier vorne. Ja, das ist okay, da haben wir ein bisschen Abstand. Gut, das würde passen. Was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich hier bei der Durchfahrt. Wir brauchen hier nicht 150 oder 160 km/h Gleis, sondern das langsamste, was wir finden. Und das müsste das 15er sein. Genau. Dann wird das hier geändert. Weil hier muss man langsam fahren. Das können wir lassen. Ja, und hier kann er eigentlich wieder beschleunigen. Und hier fährt er mit ein bisschen Tempo rein. Ich würde sagen, ab hier. Segmentweise. So, das ist auch 15er Gleis. Aber ohne Oberleitung. Moment. Nee, was mache ich denn hier? Nee. Hallo? Hier, den. Oh Gott, ich habe das ganze Gleis. Okay. Ja, ja, ich war jetzt so in meinem Dingens drin. Vor lauter Begeisterung über die Idee. Dass ich jetzt hier tatsächlich das falsche Instrument genommen habe. So, jetzt passt's. Jetzt brauche ich noch hier aber wieder Oberleitungen. Ja, haben wir wieder. Okay, haben wir sie überall? Sieht eigentlich so aus. Gut, Oberleitung, 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 Oberleitung. Jawohl, das passt. Jetzt haben wir die Gleiskontrolle. Das können wir auch anders machen. Wenn wir hier schnell... Oh, danke fürs Abo. Ich krieg den Sound nicht raus. Tut mir leid, sorry. Und ich muss ja mit der OBS im Moment aufnehmen, weil das andere Programm immer noch zickt. Das war einfach der Sound, wenn es ein Abo gibt. Da, das habe ich gesucht. 15, 300, ist okay, er kann hier beschleunigen. 15, 15, 15, 15. Hier wieder raus und ab hier ist dann wieder freie Fahrt. Das wäre soweit schon mal okay. Gut, was machen wir denn jetzt hier noch? Das ist relativ klar. Einerseits haben wir hier bei den Gleisen dieses Schotterbett. Das hätte ich mal gerne. Und dann würde ich aber hier gerne, zack, bauen. Wir ziehen das mal hier hin. Ihr seht, das ist einfach nur ein Schotterbett ohne Gleise drauf. Den haben sie eben schon mal verlegt. Aber die Gleise selber, die fehlen noch. Das ist mal das Erste. Dann haben wir bei den Assets neue Einsatzfahrzeuge etc. für Baustellen. Allerdings, das ist glaube ich eher für... Da haben wir es. Eher für Dingens gedacht, für Straßen. Aber, ja, wer sagt uns denn, dass wir das nur für Straßen verwenden sollen? Lasst uns mal gucken, was wir hier haben. Ich habe die schon mal gehabt und dann hat die Hälfte gefehlt. Ich habe jetzt nochmal geguckt und runtergeladen, was gefehlt hat. Und deswegen können wir die jetzt richtig nutzen. Ich würde mal sagen, das ist schon mal nicht so falsch, weil hier soll keiner rauf. Also einmal den hier, dann hier vorne. Da könnten wir auch was anderes machen. Den Hänger, das hier gesperrt ist. Ich meine, wenn kein Gleis ist, kommt kein Zug, ist klar. Aber hier sollen einfach ein paar Sachen stehen. Ein Sperrschild. Damit man wirklich sieht, ist das richtig rum? Ne, so rum müsste sein. Ja, man muss halt sehen, dass hier gearbeitet wird. Da haben wir noch einen Hirsch. Moment. Den bräuchte ich kurz, weil unser Bär ist weg. Der ist verstorben. So, einmal so noch. Jetzt kurz den Hirsch bemühen. So, der heißt nämlich ab sofort. Kennt ihr noch wer? Das hat nichts mit unserem Harry aus den Streams zu tun, sondern das ist von Otto Walkes. Der Harry Hirsch, der fliegende Reporter war es, glaube ich. Gut, was haben wir denn sonst noch? Ja, jetzt muss ich halt wieder gucken. 5 Sperrbarken. Ja, kann man auch machen, dass wir hier noch sperren. Das ist halt frisch gemacht, nicht, dass da irgendein Bauarbeiter reinläuft. Oh, guck mal, wie cool das aussieht. Das hätte ich hier gerne auch. Ja, das ist eigentlich für das Gleis ist das so auch perfekt. Wir werden das auf der anderen Seite auch noch machen. Da sieht man halt, dass das ein Baustellenbereich ist. Also, dass der Zug eben hier nicht wie ein Irrer durchbrettert. So, mal bis hier hin. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gerne auch. Oh, ich liebe solche Sachen. Dieses Gebastel. Dockt das noch an? Nein. Muss es auch nicht. Das kann man auch so machen. Das muss ich aber noch mal ein bisschen drehen. So, und ihr habt ja gesagt, ihr wollt zugucken, wenn ich so Sachen mache. Deswegen mache ich das nicht im Off, sondern ich mache das jetzt hier. Hier auch nochmal. Und dann das Ganze ein bisschen kürzer noch, sagen wir bis hierhin. Ja, da sieht man doch, da ist irgendwas. Also im Moment sieht es noch ein bisschen nach Weihnachten aus, aber ich denke, wenn man mit dem Zug durchfährt, ist das zu erkennen. Hier vorne das Ganze nochmal, wo es rausgeht. Dazwischen würde ich es mal lassen. Da machen wir hier nochmal, damit man sieht, Achtung, hier ist wieder eine Änderung, da vorne kommt eine Weiche. Zum Beispiel, das ist nur eine Idee. So, machen wir so, die müssen ja nicht absolut parallel sein. Gut, würde passen. Dann hätte ich hier gerne nochmal so ein Teil. In der Mitte. Und hier auch. Vielleicht sind sie auch noch nicht ganz fertig mit dem Aufstellen, das kann ja alles auch sein. Was haben wir sonst noch?
Hänger haben wir. Da könnte man eigentlich hier dort trotzdem nochmal so ein Teil draufstellen. Zack, okay. Dann, ja, die Verkehrswacht. Muss die hier hin? Nicht unbedingt, aber ich würde sagen, es schadet nicht, wenn die hier noch ein bisschen rumstehen. Einmal hier. Bisschen drehen. Hier in der Wiese drin. Okay, im Prinzip brauche ich hier natürlich auch noch eine Zufahrtsstraße. Die werde ich mal noch schnell machen. Nee, ich hätte gerne. Welche hatte ich denn vorher? Autosave haben wir vor allem gerade. Nee, die sind alle zu schnell. Die hier hatte ich, glaube ich. Die ist gar nicht schlecht. Also, das führt hier hin. Ich werde das noch bemalen, natürlich. Und wo führt das hin? Da oben haben wir eine Straße. So, weil wir brauchen ja eine Zufahrt. Sonst können tatsächlich die Bauarbeiter wieder nicht irgendwie zur Baustelle gelangen. Okay, das hätten wir schon mal. Dann hier bemalen. Machen wir jetzt auch gleich. Assets, beziehungsweise zack, hier Maltool. Und dann hätte ich gerne Dreck. Ich denke, Dreck ist hier am ehesten. Soll ich sagen, gut. Weil Wiese ist schlecht. So, hier wird geackert, hier wird gegraben, hier wird gemacht. So, und dann haben wir doch... Oh, jetzt bin ich hier ins Wasser reingekommen. Könnte ich mal kurz... Moment, das hier weg. Kollege Radiergummi, ich hoffe, ich nehme nicht das Wasser weg. Nee, nee, das passt. Gut. Ungefähr so. Ja, das hätten wir schon mal. Und es ist natürlich vor allem dann interessant, hier mit dem Zug durchzufahren. Und wie wir das machen, das zeige ich gleich. Das ist relativ easy. Jetzt werde ich aber erst die Baustelle sozusagen vollenden. Ist der Harry Hirsch wieder? Tatsächlich, guck mal, Harry Hirsch ist relativ anhängig. Wir können ja mal die Harry Hirsch Cam benutzen. Tag, Kollege. Also so sieht das hier für Harry Hirsch aus. Moment, nein, falsch. Ich müsste hier nochmal, oh Gott, hier diesen. Da, jetzt sind wir ein Hirsch. Was man nicht alles machen kann. Aber Hirsch, du siehst schon, dass es hier blinkt. Also so ganz ungefährlich ist das nicht. Hier fahren die Züge zwar langsam, aber sie fahren. Gut, einmal Harry Hirsch. Jetzt, wie gesagt, Assets. Und dann irgendwie diese Baustellensachen, die wir haben. Jetzt wird es wieder lustig. Wo haben wir denn die Baustellen? Da haben wir die Schilder. Die brauche ich im Moment gerade nicht. Da haben wir die Baustelle. Sehr gut. Brauchen wir irgendwie noch so ein Teil? Dass wir hier halt noch einen Halt einbauen? Nee, eigentlich nicht. Das ist ja ein Durchfahrtsgleis. Aber... Zack, irgendwie sowas. Einfach, weil es nach Baustelle aussieht. Nein, nicht den Bagger. Wie komme ich denn jetzt zum Bagger? Falschen Knopf verwischt. Ich wollte drehen. Einmal den. Dann den kleinen hier noch. Der ist süß. Zack. Und trotzdem baustellig. So eine Baustelle braucht einfach einen Kran. Oder mehrere. Das ist ganz klar. Hier hätten wir noch den Rohbau. Das macht jetzt in dem Sinn, glaube ich, nicht viel Sinn, weil wir bauen hier in dem Sinn nicht ein Haus. Macht das Sinn? Nee, das macht tatsächlich keinen Sinn. Aber hier, die Sachen natürlich. Die können wir spammen geradezu. So, dann haben wir hier den hier. Auch das Teil brauchen wir. Dann haben wir hier eine Mulde. Die steht noch hier drauf. Hier noch sowas. Hier hinten nochmal eine ganze Ladung. Hier, die brauchen wir natürlich auch. Dafür muss es aber eben sein. Sonst sieht das komisch aus. Oder ich kann es ein bisschen runterziehen. Das geht natürlich auch. Hier einmal so ein Dingens. Dann hier nochmal runterziehen. Wenn ich den Knopf erwische. Zack. Dann gerne nur in Mittel. Ja, jetzt bin ich zu weit unten. Jetzt muss ich wieder rauf. So, hier vorne noch was. Hier nochmal was. Dann gerne nochmal ein Groß. Und hier nochmal. Gut, würde passen. Beziehungsweise hier fehlt dann ja auch nochmal so ein Teil. Ja, so ein bisschen baustellig sieht das doch schon aus, vor allem weil es blinkt. Gut, hat man nicht noch? Ich möchte jetzt halt nicht ewig lange suchen. Holz, Holz und Bretter brauchen wir natürlich auch. Und zwar mehrere. Das ist ganz klar. Wir hatten glaube ich noch Schienen, die keine, wie soll ich sagen, kein Schotterbett hatten. Die hätte man natürlich auch noch integrieren können. Ich möchte aber jetzt auch nicht übertreiben, muss ich gestehen. So, weil ich möchte heute noch mit dem Zug hier durchfahren und ich sehe schon, das wird wahrscheinlich wieder nicht mehr klappen. Wir müssen noch nach Wittich, genau. Na gut, aber was wir jetzt machen? Jetzt spreaden wir erstmal noch ein paar Leute rauf. Die haben wir bei... ja, irgendwo hatten wir die. Wo waren denn die ganzen Leute? Da haben wir nochmal... Oh, da haben wir auch nochmal Sachen. Baumeisterei. Hier haben wir auch nochmal irgendwie... Aha.
Zerlegbar. Ja. Ja, warum nicht? Warum nicht hier noch so ein Teil? Das ist ja genau das Schöne. Irgendwie an diesem Gebaue hier. Man kann natürlich seiner Fantasie freien Lauf lassen. Da könnte man sogar noch das Teil auf die Schiene stellen. Das dockt hier an. Nee, aber das lasse ich. Ich möchte dann doch nicht übertreiben. Aber was ich jetzt eben noch wollte, waren die Personen. Wenn ich hier nochmal... nee, das geht so nicht. Wie finde ich denn am schnellsten die Leute, die ich... Hier, da waren sie. Genau, ich wollte gerade sagen, die Leute, die man hinstellen kann. Intermodellkran. Uff. Ja, den brauchen sie auch. Ich weiß zwar nicht wofür, aber ich würde sagen, das Teil, das müssen wir hier auch noch haben. Das muss aber auch ein bisschen runter. Das darf gerne ein bisschen in der Erde versinken, finde ich. Zack, okay. Okay, jetzt haben wir aber tatsächlich eine Baustelle. Und jetzt bräuchte ich hier euch. Da haben wir random. Leute, das ist auch eine neue Mod. Beide stehend. Automatisch drehen. Ja, dann wollen wir machen. Passt das so schon? Oder seid ihr unterm Boden? Nee, eigentlich nicht. Mann. Aha, irgendwie fehlen die Männchen. Ich habe das aber, glaube ich, schon mal getestet. Arbeit, das ist eigentlich eh cool. Warum taucht der nicht auf bei mir hier? Mann 1, Mann 5. Ja, hier hängt nichts dran. Mann. Frau. Beide sitzend. Ja, irgendwie interessant. Funktioniert bei mir nicht. Oder hängt ihr wirklich irgendwie unter der Erde? Oh, da sind sie doch. Ja, weil ich halt mit dem Erddingens da so... Ne, da wäre auch komisch gewesen, wenn das nicht funktioniert. Ich habe ja, wie gesagt, das Ganze schon mal eigentlich getestet gehabt. So, da hätte ich aber eben gerne die Arbeiter stehend. Und Mann zweimal. Und die automatische Drehung habe ich eigentlich aktiviert. Aber es dreht nicht. Okay, da muss ich selber drehen. Wir haben noch andere Arbeiter. Die haben wir auch schon verbraten. Muss ja auch nicht so viel sein. Aber warum funktioniert denn die automatische Drehung nicht, wenn ich das wegmache? Nö, wenn ich es anmache. Nee, also die automatische Drehung, die scheint irgendwie nicht ganz zu funktionieren. Ist aber auch kein Drama. Gut, hier haben wir nochmal was. Arbeiter 1. Genau, das sind die mit diesen separaten Teilen. Das gefällt mir schon mal. Aber der ist... Versinkt der ein bisschen? Wo haben wir die Höhe? Moment, ich gehe mal nochmal hier ein bisschen rauf. Ne, dann fliegt er. Hier passt's. Okay, machen wir dich da hin. Hier auf den Schienen? Ne, auf den Schienen nicht, aber so neben den Schienen. Da hätte ich auch gerne nochmal welche. Jetzt habe ich ihn versenkt. Nein, nicht noch weiter versenken. Ich kann halt nicht näher ran. Drehen. So, dass hier welche stehen, dass man wirklich vom Zug aus dann die sieht. Und hier versinkt er. Und wenn ich jetzt höher gehe, fliegt er. Da haben wir dieses Zwischending nicht. So, hier nochmal ordentlich Kollegen. Ja, und eben, dass wir jetzt den Zug hier noch sehen, das ist illusorisch. Das tut mir leid, aber das sehen wir. Den sehen wir nachher. Also nachher. Morgen, in der morgigen Folge. Weil was wir jetzt noch machen, ist, wir müssen ja noch gucken, dass das wirklich auch genutzt wird. Das müsste man... Nee, das müssen wir eigentlich gar nicht machen. Ich habe eigentlich die Idee gehabt, dass wir einen Wegpunkt setzen hier und den dann in den Fahrplan aufnehmen. Müssen wir gar nicht, weil der Zug, egal aus welcher Richtung er kommt, der kann gar nicht anders, als hier durchzufahren. Hier ist ja kein Gleis. Also da brauchen wir auch keine Wegpunkte. Wenn wir die Linie machen, dann werden wir den Effekt haben, dass das hier, ja, als einziges Gleis genutzt wird. Und wir haben ja die Signale. Das heißt, die Züge können dann nicht fahren. Gut, dann haben wir das... Für den Moment würde ich sagen, gemacht. Sehr cool. Der wird hier dann ganz langsam durchfahren. Jetzt haben wir aber noch ein bisschen Zeit. Ja, dann werden wir die Strecke fertigstellen. In die Richtung. Und dann, wie gesagt, irgendwie müssen wir in eine Brücke rein. Und zwar wo? Da hinten ist Wittich genau. Ich würde sagen, wir haben hier eine Brücke. Das ist ein bisschen weit weg. Wo ist denn der Bahnhof? Ja, könnte man aber schon machen. Wir könnten hier in die Gleise rein, dann müssen wir hier Häuser abreißen. Oder wir könnten hier lang, dann müssen wir hier außen rum. Sollen wir bis nach da vorne die Brücke mitnutzen oder sollen wir hier eine separate machen? Ich denke, das würde nicht schaden, wenn wir hier eine separate haben. Irgendwie. Ich mach mal. Zack, zack, zack. Ist auch ein Personenzug. Mal gucken. Hups, weggerutscht. Ja, eben, dass wir nicht immer die gleiche Brücke haben.
Aber das ist wieder die Stelzige. Die mag mir einfach nicht gefallen. Ich mag diese Stelzige nicht. Ja, die wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Nochmal ein bisschen drehen. Das darf gerne in die Richtung gehen. Obwohl wir dann hier eine Schlaufe machen und hier hinten einfädeln. Ja, ist doch okay. Und hier machen wir auch eine Schlaufe, so wie es aussieht. Das muss ich halt, oder ich kann es natürlich auch so rüberbauen, das Ganze. Ist das auch okay? Im Prinzip ja. Das muss ja nicht immer im rechten Winkel hier rübergehen. Warum denn auch? Eigentlich muss man die Brücke so bauen, dass natürlich der Zug irgendwie hier nicht riesen Manöver machen muss. Gut, jetzt brauche ich aber die Brücke nochmal. War das die hier? Ja. Schiffe kommen nach unten durch. Passt. So, mal gucken, ob ich hier reinkomme. Ja, funktioniert. Zweites Gleis wird auch funktionieren. Aufs Tempo müssen wir hier in dem Sinne nicht achten. Der Zug muss sowieso bremsen wie blöd, wenn er dort dann durch die Baustelle durchfährt. Ja, einmal runter. Gerne aufgeschüttet. Machen wir. So, und ihr seht, ich habe mir jetzt wirklich auch angewöhnt, hier die Gleise, die Straßen immer abzureißen. Geht's hier in den Tunnel rein? Echt jetzt? Ganz einfach, damit das nicht huckelt, wenn wir da langfahren. Warum geht das jetzt hier tatsächlich in den Tunnel rein? Wenn wir dann hier hinten in den Bahnhof rein möchten. Muss ich hier ganz außen rum? Sieht ganz so aus. Die haben dort aber auch einen Tunnel. Also wir kommen nicht am Tunnel vorbei. Wenn ich so mache, dann kommen wir hier raus. Okay, dann machen wir die Schlaufe. Beziehungsweise ich würde sagen, wir kommen dann hier raus und machen dann, ja, hier die Einfahrt. Das würde passen. Gut, mit welchem Portal? Oh, das ist ein ewiges Tunnel. Das mache ich so nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht, muss ich gestehen. Das so machen. Ja, ein bisschen runter. Nee, ein bisschen rauf. Dann müsst ihr doch ohne Tunnel gehen. Ich versuch's mal. Wenn ich so baue. Da kommen wir sogar auf eine Brücke rauf. Ja, guck mal einer an. So geht's. Kurve nochmal ein bisschen hoch. Ja, und dann dort die Schlaufe. Ja, das ist viel besser. Hier noch ein Bahnübergang. Eigentlich gerne. Dafür werde ich das nochmal kurz kappen. Ich weiß, jetzt habe ich zwei Straßen gekappt. Die würde ich gerne wieder zurückgeben. Ja, da rein. Muss ich das auch kappen? Ich habe es befürchtet. Dann ist das hier auch weg. Nee, dann machen wir die Weiche ein bisschen eher. Also Schiene schnappen. Wo war das zweigleisig zuletzt? Hier hinten. Mhm. Da geht gleich mal wieder das Baugeräusch flöten. So, hier lang. Und dann ist die Weiche, würde ich sagen, Vorderstraße. Das wäre dann hier. Okay, würde passen. Jetzt die Straße, zuerst mal die hier zurückgeben. Mhm, das passt schon mal. Hier Bahnübergang ist okay. Und hier hinten habe ich die noch gekappt. Da würde ich sagen, setzen wir nochmal zu einer tollkühnen Brücke an. Einfach, weil wir es können. Nein, falsch. Der hier. Dann die Straße, genau. Passt schon. Nochmal einmal runter. Passt auch. Ja. Ja, passt eben nicht, weil hier die Oberleitungen drin sind. So passt. Nehme ich doch glatt. Zack. Wunderbar. Neue Brücke. Dann sieht man auch gleich, wo man ist, wenn man mit dem Zug kommt. Hier diese Brücke ist ja charakteristisch für das Städtchen Wittichenau. Gut, das hätten wir. Machen wir noch schnell die Linie. Dann können wir dann beim nächsten Mal wirklich gleich mitfahren. Wie gesagt, Wegpunkt hier brauchen wir nicht, das werden wir gleich sehen. Was wir aber noch brauchen, zack, das passt schon mal. Das sind die Signale, die werde ich jetzt gleich noch machen. So, das ist hier unser Baustellenzug. Nennen wir den gleich mal so, falls wir den aus irgendeinem Grund suchen. Finden wir den auch, wenn wir die Linie so nennen. Baustellenzug. Okay, jetzt kommen noch die Baustellensignale sozusagen. Ja, nehmen wir die. Ne, die haben wir jetzt doch auch schon ein paar Mal genommen. So, ich bräuchte eins für rechts. Das sind genau die falschen. Da haben wir sie. So, einmal drehen. Dass das dann wirklich auch zweigleisig funktioniert hier. Vorne haben wir die Signale ja schon gesetzt. Das passt. Hier einmal Signal. Dann machen wir... Ja, wir lassen das hier so. Dann geht das hier rein. Hier geht es wieder rüber. Dann hätten wir hier eins. Dann haben wir hier einen Block. Machen wir auf der Brücke nochmal einen Block. Machen hier nochmal ein. Dann geht das hier runter. Hätte ich hier gerne nochmal einen Block. Dann können wir auch ein paar Züge fahren lassen. Dann haben wir den Effekt, dass auch wirklich einige Züge dann unterwegs sind. Stimmt das hier? Jawohl. So, einmal hier noch. Und dann jetzt gucken.
Linie zweigleisig, sehr schön. Und hier vorne bei der Baustelle das Ganze. Genau, eingleisig mit 15 km/h. Das funktioniert. Sauber, dann hätten wir das. Ja gut, dann brauchen wir tatsächlich in der nächsten Folge einen Zug, der dann hier durch die Baustelle durchfährt. Liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch gespannt, wie das aussieht, wenn man dann hier durchfährt mit den vielen Blinkelichtern hier auf dieser Baustelle. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.